Bautzen-IT bietet ihren Mitarbeitern ein entspanntes, ein internationales Umfeld, Arbeitsumfeld, Kunden weltweit. Es kann sein, dass ich mit meinem ersten Kunden am Tag Deutsch sprechen muss, mit dem zweiten vielleicht schon Englisch, mit dem dritten vielleicht auch einer anderen Sprache. Also der Arbeitsalltag bei uns von einem Support-Mitarbeiter sieht dann im Zweifelsfall eben so aus, dass er am Tag 20 verschiedene Kunden kontaktiert, deren Probleme löst und damit eben sicherstellt, dass das SAP-System dort reibungslos weiterläuft. Mitarbeiter können sich ihre Arbeitszeit relativ frei einteilen, natürlich immer an den Erfordernissen der Kunden orientiert. Wir versuchen immer am Puls der Zeit letztendlich zu sein mit unseren Lösungen, was auch eine Herausforderung für unsere Bewerber ist. Das heißt, man muss diese Neugierde, Leidenschaft für neue Technologien mitbringen. Und was alle bei Comunado eigentlich verbindet, ist die Begeisterung für Technologie, für neue Medien, für eine gute Lösung für den Kunden, ein Qualitätsbewusstsein und ein Stück weit Entwicklerehre. Das ist das, was wir suchen. Ich finde auch gerade für Studienabgänge ist es sehr interessant, hier anzufangen, weil wenn man jetzt noch nicht so viel praktische Erfahrung hat, wird man nicht im Stich gelassen. Also man hat viele kompetente Kollegen, die einem da weiterhelfen. Das Unternehmen, in dem ein Mitarbeiter arbeitet, auch die Chance bekommt, den Mitarbeiter zu übernehmen, wenn er besonders gut in das Unternehmen passt. Und insofern spielt Personaldienstleistung natürlich auch eine gewisse Rolle im Sinne eines Sprungbrettes. Einfach zu sagen, okay, wir bieten halt die Möglichkeit an, sich auszuprobieren und dann irgendwann mal zu sagen, jetzt habe ich das Unternehmen und den Job gefunden, wo ich gerne bleiben will. Das sind große Chancen, weil doch ganz genau geguckt wird, was passt jetzt zum Kunden. Welche Fähigkeiten hat der Bewerber? Ich bin jetzt seit 26 Monaten bei der DIS-AG und für die DIS-AG bei einem Kunden im Einsatz, dort in der SAP-Basisadministration aus. Ja, gefunden zur DIS-AG habe ich auf der Meet@HTW über Stellenangebote im Dresdner Bereich informiert gehabt. Was uns allen an unserer Arbeit halt Spaß macht, ist ja dieser schnelle technische Umschlag. Ja. Also ich sag mal, wenn man bei uns arbeiten möchte, muss man am ständigen Neulernen natürlich auch Spaß haben. Neben dem Firmenklima ist ganz wichtig Entscheidungsfreiräume. Wenn man ein eigenes Produkt hat und das entwickelt, dann ist es natürlich das eigene Baby. Der IT-Bereich der Sächsischen Aufbaubank untergliedert sich in vier Struktureinheiten. Das ist die Systemadministration, die Netzwerkadministration, da ist auch die Kommunikationstechnik aufgehoben, die Programmierung und Datenbankadministration und last but not least die Anwendungsadministration. Also ein Aspekt, welcher noch ganz wesentlich unsere Arbeit bestimmt, ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Das betrifft zum einen natürlich unsere Arbeit gemeinsam mit unseren Anwendern, mit unseren internen Kunden, zum anderen natürlich aber auch die Zusammenarbeit der einzelnen IT-Bereiche. Das bedeutet, dass also insbesondere auch im Netzwerkbereich dort also sehr anspruchsvolle Lösungen zur Anwendung kommen. Also ich denke, warum Mitarbeiter hier in der MMS arbeiten, das ist auch das, was mich hier seit Jahren irgendwie an dieses Unternehmen fesselt, ist, dass man einfach nette Kollegen hat, dass man ein sehr gutes Teamklima hat, dass man sich also weiterentwickeln kann. Für unsere Projekte suchen wir Mitarbeiter mit ganz unterschiedlichem Know-how. Das können Einsteiger sein, aber auch Professionals. Wir sind doch immer komplett mit in den Entwicklungsprozess, aber auch schon in dem Entstehungsprozess mit eingebunden. Das heißt, wir sind teilweise bei Workshops dabei mit dem Kunden, könnten ihm Ideen einwerfen, was man jetzt auch noch realisieren könnte, was dann vielleicht auch noch umgesetzt wird. Das heißt, es ist interessant, man ist der Welt schon einen Schritt voraus, man hat schon mehr Kenntnisse als andere vielleicht und kann da schon on the top dabei sein. Das, wo ich mir persönlich am stolzesten drauf bin, ist, dass wir jetzt in den 3,5 Jahren, wo ich Chef bin, kein einziger Mitarbeiter die Firma verlassen hat. Und das sage ich immer, sagt das meiste über uns aus. Und da trägt auch jeder Mitarbeiter natürlich dazu bei. Es kann jeder Mitarbeiter auch an der Weiterentwicklung der Firma mitwirken. Bewerber weiterzuempfehlen, finde ich sehr gut, weil man häufig halt sehr gute Leute auch in den Bewerbungen hat, für die man leider keine adäquate Position hat. Den kann man dann eine Chance geben. Ich bin zur Qualitype über die Plattform IT Sachs gekommen, weil ich im Raum Dresden halt eine neue Stelle als Informatiker gesucht habe und da hat sich die Plattform einfach angeboten.